Слава Господу, дорогие братья и сестры! Preis dem Herrn, teure Brüder und Schwestern! Хочется вначале сказать, man möchte zu Beginn sagen, цените каждое мгновение. Schätzt jeden Augenblick. Оно последним может стать. Es könnte das letzte werden. И время больше не будет. Und es wird keine Zeit mehr geben. Все возвратить и поменять. Alles zurückzuführen und oder zu ändern. Дорогие братья и сестры, у меня для вас хорошая новость. Brüder und Schwestern, ich habe für euch eine gute Neuigkeit. Мы еще на пути. Wir sind noch auf dem Weg. Мы еще на пути в тот небесный Иерусалим, о котором мы сейчас спели. Wir sind noch auf dem Weg in das himmlische Jerusalem, über welches wir gerade gesungen haben. И я хочу сказать, что если кто-то себя чувствует, ну, в какой-то неправильной роли. Und ich möchte sagen, wenn sich jemand in einer falschen Rolle fühlt. Может быть, что-то недоделано. Vielleicht ist etwas noch nicht zu Ende gebracht. Может быть, что-то наоборот неправильно сделано. Vielleicht ist anders darum etwas falsch gemacht worden или вообще не сделано, oder überhaupt nicht gemacht. Бог дает нам время все исправить. Gott gibt uns noch die Zeit, alles zu verändern. Потому что будет тот момент, denn es wird der Moment kommen, когда мы встанем перед Господом вот такие, какие мы есть. Wenn wir vor den Herrn treten werden, so wie wir sind. Знаете, я когда приехал в церковь, попал в церковь Божию, wisst ihr, als ich in die Gemeinde Gottes gekommen bin, мне всегда было приятно смотреть на людей. So war es mir immer angenehm, die Menschen anzuschauen. Все воскресенье хорошо одеты, причесаны, такие подпоясанные люди. An einem Sonntag alle so schön angezogen, die Frisur sitzt, alles schön umgürtet. Это внешность, она тоже о многом говорит. Das ist das Äußere und es spricht auch sehr vieles. Но когда мы встанем, какие есть перед Богом, aber wenn wir so vor den Herrn treten, werden, wie wir sind, то будет все ясно и прозрачно. Dann wird alles sichtbar und durchsichtig sein. Все то, что мы делали, думали, даже наши намерения будут явно перед Его взглядом. Alles, was wir getan haben und sogar all das, was wir gedacht haben, es wird offensichtlich sein vor seinem Blick. Поэтому я еще раз хочу сказать, что у меня сегодня хорошая новость. Deswegen möchte ich heute, wie zu Beginn, sagen, ich habe eine frohe Neuigkeit. Мы еще на пути. Wir sind auf dem Weg. Иисус Христос за несколько дней до того, когда грешники наложили руки на Него, und Jesus Christus einige Tage bevor die Sünder ihre Hände an ihn gelegt haben, посчитал нужным необходимым, da hat er es für wichtig erhalten, сказать ученикам, es den Jüngern zu berichten, о последнем времени и о том, что Он опять вернется, und den Jüngern erzählen über die letzte Zeit und dass er wiederkommen wird. Я хочу перейти к Слову Божьему. Ich möchte übergehen zum Wort Gottes. Это будет 24 глава от Матвея. Das wird das 24. Kapitel vom Matthäus-Evangelium sein. Это будет выборочно 36 и 44 стих. Das werden auswahlweise Vers 36 und Vers 44 sein. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын человеческий. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Дорогие братья и сестры, teure Brüder und Schwestern, у меня хорошая новость. Ich habe eine gute Neuigkeit. Мы на пути. Wir sind auf dem Weg. Но никто не знает, когда придет Сын человеческий. Aber niemand weiß, wann der Menschensohn wiederkommen wird. Вот он может сейчас прийти, и мы встанем перед ним такие, какие есть, и уже ничто нельзя будет поменять. Er könnte jetzt kommen und wir würden vor ihn so treten, wie wir sind, und könnten auch nichts mehr verändern. Иисус Христос потом начал говорить притчами. Und Jesus Christus hat dann angefangen, in Gleichnissen zu sprechen. И сделал такой пример. Und hat so ein Beispiel gemacht. Что верный и добрый раб, dass der gute und treue Knecht, которого оставил господин над рабами своими, welchen der Herr zurückgelassen hat als Aufseher über die anderen Knechte, знаете, не чтобы просто он так, ну, находился там.
Es war ja nicht, dass er einfach nur so da gewesen wäre, а чтобы занимался определенным делом. Sondern dass er ein gewisses Werk ausübt. В данном случае Иисус Христос, чтобы он вовремя давал пищу. Und in diesem Fall sprach Jesus, dass er zur rechten Zeit die Speise darbringt. Иисус Христос подчеркивает. Und Jesus Christus hat unterstrichen, что если когда Господин вернется назад, dass wenn der Herr wieder zurückkehren wird, вот так внезапно, unerwartet, и уже ничего не скрыть, und es wird nichts mehr zu verbergen geben, и увидеть, что этот добрый и благоразумный брат поступал так, как ему было приказано, und wenn er sieht, dass dieser gute und treue Knecht das getan hat, was ihm befohlen war, то он получит великую награду, so wird dieser einen großen Lohn empfangen. Но как часто бывает среди людей, aber wie häufig kommt es unter den Menschen vor? Мы получаем какое-то задание. Wir bekommen einen Auftrag. Да, наверное, не скоро. Ja, das kann noch warten. Кто там будет проверять, непонятно, я успею. Wer das prüfen wird, ist unklar, ich werde das noch schaffen. И начинает вести себя весьма халатно по отношению к тому заданию, которое получил. Und er beginnt sich sehr leichtfertig zu verhalten zu der Aufgabe, die ihm aufgetragen wurde. Знаете, вот Иисус здесь говорит, что когда Господин придет, und wisst ihr, Christus spricht, wenn der Herr wieder kommen wird, и вот застанет вот этого негодного раба вот в этом его действовании, und er diesen bösen Knechten in seinem Handeln finden wird, то он будет весьма наказан. So wird dieser Knecht bestraft werden. Здесь даже написано, что он рассечет его. Und es steht sogar geschrieben, dass er entzwei gehauen wird. И подвергнет его одной участи с лицемерами. Und wird ihm den gleichen Teil mit den Heuchlern geben. Там будет плач и скрежет зубов. Und da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Знаете, дорогие братья и сестры, на этом Иисус Христос не закончил. Wisst ihr, teure Brüder und Schwestern, damit hat Christus aber nicht beendet. Прям следом с сначала в 25 главе от Матфея он говорит следующие притчи. Zu Beginn des 25. Kapitels in Matthäus spricht dann ein Gleichnis. И он уподобляет Царство Небесное десяти девам. Und vergleicht das Reich der Himmel mit 10 Jungfrauen. Он заостряет внимание на том, что среди них было 5 мудрых и 5 неразумных. Und gibt zu verstehen, dass es unter ihnen 5 törichte und 5 kluge gab. И вот они, взяв свои светильники, und sie alle nahmen ihre Lampen mit, вышли навстречу жениху. Und gingen entgegen dem Bräutigam. Конечно же, мы понимаем, что эта притча больше подходит к особенностям израильского народа. Natürlich verstehen wir, dass dieses Gleichnis passt eher zu den Gewohnheiten unter dem Volk Israel. Но мы должны выбрать это нечто для себя. Aber wir müssen daraus auch etwas für uns herausnehmen. Каждый человек, которого призвал Господь. Ein jeder Mensch, den der Herr berufen hat. Каждый человек, кому открылось Слово Божие. Jeder Mensch, dem das Wort Gottes offenbar wurde, каждый человек, который познакомился с Иисусом Христом и обратился, und ein jeder Mensch, der Jesus Christus kennengelernt hat und sich zu ihm gewandt hat, получил некий светильник в руку свою. Dieser Mensch hat einen Leuchter in seine Hand bekommen. Эта притча не заканчивается, и Иисус Христос говорит следующее. Dieses Gleichnis ist noch nicht zu Ende und Jesus sagt Folgendes. Что так как жених замедлил, weil der Bräutigam sich verzögert hatte, то все уснули. Da wurden alle schläfrig. И вот представляете, внезапно, среди ночи. Und stellt euch vor, unerwartet, mitten in der Nacht. И вот он идет крик, встаньте, жених идет. Und dann kommt ein Geschrei, steht auf, der Bräutigam kommt. И вот они встают такие, какие есть. Und sie stehen auf, so wie sie sind. И у них в руках те светильники, не больше и не меньше, которые были до этого момента. Und sie haben in ihrer Hand diese Leuchter und auch nicht mehr oder weniger, die sie vorher gehabt haben. И вот кто-то мог чем-то похвалиться. Und jemand konnte mit etwas gerühmt werden. Наверное, я исправлюсь. Хвалиться они ничем не могли. Некоторые могли поправить свои светильники. Ich möchte mich korrigieren. Sie hatten nichts zu rühmen, sondern sie konnten ihre Leuchter in Ordnung bringen. А у кого-то просто не хватило масла. Aber bei jemandem hat einfach das Öl nicht ausgereicht. Но поправлять уже было поздно. Aber das wieder in Ordnung zu bringen, war es schon Знаете, zu spät. Пока вот эти 5 разумных зашли на брак, und wisst ihr, in dieser Zeit, als die 5 Klugen eingingen zu dem Mahl,
то пять неразумных, они засуетились и хотели наверстать упущенное. Da waren die fünf Törichten voller Sorge und haben versucht, das, was ihnen gefehlt hat, wieder aufzufüllen. Но было поздно. Doch es war zu spät. Они уже не могли попасть на этот брак. Sie konnten nicht mehr eingehen zu diesem Mahl. Я думаю, каждый в этом собрании уже видел сны. Und ich denke, dass jeder hier in der Versammlung schon mal einen Traum gehabt hat. Но согласитесь, бывают сны, когда хочется просто проснуться. Gib mir recht, es gibt ja manchmal Träume, wo man einfach nur aufwachen möchte. А иногда бывает так, что ты не понимаешь, что это сон. Und es kommt auch vor, dass man nicht mal merkt, dass das ein Traum ist. И происходят некие ужасные события в той реальности, в которой ты находишься. Und es geschehen schreckliche Ereignisse in dieser Realität, in der du dich gerade befindest. И может быть, когда ты уже, ты не справляешься, ты не согласен, что так есть. Und du bist in diesem Zustand, dass du damit nicht einverstanden bist, dass es so jetzt ist. И когда твоя психика не справляется, ты просыпаешься. Und wenn deine Psyche damit nicht mehr klarkommt, dann wachst du auf. Вот какая радость, когда ты от этого ужаса проснулся. Und was für eine Freude ist es, wenn man dann von diesem Schrecken aufgewacht ist. И ты понимаешь, что я могу делать теперь хорошие вещи. Und man versteht, ich kann jetzt gute Dinge vollbringen. Я не допущу, чтобы этот сон имел место быть в моей жизни. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Traum irgendeinen Platz hat in meinem Leben. Aber in diesem Gleichnis war es schon zu spät. Diese Jungfrauen, sie haben geschlafen. Und diese Jungfrauen, welche nicht bereit waren, obwohl sie wussten, dass sie das Öl vorbereiten sollen, möglicherweise sind sie aufgewacht aus diesem tiefen Schlaf und wurden konfrontiert mit der Realität. Das ist viel schlimmer als unsere Träume. Wenn wir aufwachen, können wir noch etwas ändern. Aber möge der Herr uns gnädig sein, dass wir schlafend vor dem Herrn erscheinen mit einem leeren Leuchter. Будет участь весьма нехорошая. Denn das Ende wird sehr schlecht werden. Знаете, дорогие братья и сестры, и здесь Христос не остановился. Und teure Brüder und Schwestern, damit hat aber Christus nicht aufgehört. Он начал говорить следующую мысль, следующую притчу. Er hat angefangen, den nächsten Gedanken zu teilen, das nächste Gleichnis. Которое имеет за собой абсолютно тот же смысл. Welche mit sich aber den gleichen Sinn trägt. А смысл такой. Und der Sinn ist darin. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Христос говорил притчу за притчами только с одной целью. Christus hat ein Gleichnis nach dem anderen gesprochen, nur mit einem einzigen Ziel. Чтобы мы пользовались именно тем моментом, в котором находимся. Damit wir diesen Moment ausnutzen, in welchem wir uns gerade befinden. Цените каждое мгновение. Schätzt einen jeden Augenblick. Оно последним может стать. Es könnte das letzte sein. И время больше не будет. Und es wird dann keine Zeit mehr geben, все возвратить и поменять. Um alles wieder zurückzubringen oder zu wiederholen. Дорогие братья и сестры, мы на пути. Brüder und Schwestern, wir sind auf dem Weg. Для нас открыты все дороги. Und für uns sind alle Wege offen. У нас есть возможность наполнять светильники маслом. Und wir haben heute noch die Möglichkeit, unsere Leuchter mit dem Öl zu füllen. Иисус Христос сказал в следующей притче. Und Christus sprach dann in dem nächsten Gleichnis. Как бы продолжая мысль. Indem er den Gedanken weiterführt. Ибо он поступит как человек, denn es wird wie bei einem Menschen sein, который отправился в чужую страну, der sich außer Landes reisen wollte, призвал рабов своих, und seine Knechte gerufen hat, и поручил им имение свое, und ihnen seine Güter übergab, и дал каждому по силе, und er gab einem jeden nach seiner Kraft, кому-то пять талантов, einem jemanden fünf Talente, кому-то два или три, jemandem zwei, кому-то один, und einem anderen nur eins, и он удалился, und der Herr hat sich dann ist fortgegangen, и вот эти рабы, живя,
Und diese Knechte, sie leben. Они абсолютно не знали, когда вернется господин их. Und sie wussten absolut nicht, wann ihr Herr wieder zurückkehren wird. И вот посмотрите, здесь опять две категории людей. Und achtet mal darauf, hier sind wieder zwei Kategorien von Menschen. Как с верным и благоразумным рабом. Wie mit einem guten und einem schlechten Knechten. Как с девами пять мудрых, пять неразумных. Wie mit den Jungfrauen, fünf kluge und fünf törichte. Так же и здесь. Genauso auch hier. У кого было пять, он употребил и приобрел. Derjenige, der fünf hatte, da hat sie mit ihnen gehandelt und hatte noch fünf weitere bekommen. У кого было два, он употребил и приобрел. Der, wo zwei hatte, hat es auch damit etwas gemacht und hat auch dadurch Gewinn gehabt. А у кого был один, ну вот что-то засомневался. Und der, wo nur einen gehabt hat, der kam irgendwie ins Zweifeln. Может быть, поленился, может быть, испугался. Vielleicht war er faul oder hat sich erschrocken. Взял и спрятал этот талант. Und er nahm dieses Talent und verbarg es. Дорогие братья и сестры, я верю и уверен. Meine teuren Brüder und Schwestern, ich glaube daran und bin mir sicher, что Бог, призвавший нас, dass der Herr, der uns berufen hat, не оставил ни одного человека без таланта. Keinen Menschen ohne einen Talent zurückgelassen hat. У каждого есть что-то, что он может делать. Jeder hat etwas, was er tun kann. И когда Бог придет, und wenn Gott wiederkommen wird, он никогда не будет спрашивать с тебя чужие таланты. Dann wird er von dir niemals die Rechenschaft fordern für die anderen Talente. Но вот если я не умею строить, к примеру, wenn ich zum Beispiel nicht bauen kann, то навряд ли Бог меня скажет, а почему ты не строил? Dann wird Gott sehr wahrscheinlich nicht sagen, ja, warum hast du nicht gebaut? И так дальше. Und so weiter. Вот знаете, у меня есть один друг. Wisst ihr, ich habe einen Freund. Он трудится в духовных дарованиях. Der ist aktiv in den geistlichen Gaben. Он не с нашей церкви. Er ist nicht aus unserer Gemeinde. И вот знаете, он ведет молитвенную группу. Und wisst ihr, er führt eine Gebetsgruppe. И часто говорит, бывает так, я молюсь и чувствую, что вот тут вот в кругу стоит сосуд. Und er sagt, wenn wir beten, spüre ich oft, wie hier in unserem Kreis dann ein Gefäß steht. У меня реальное понимание, что у этого или у того человека есть духовное дарование, и он им абсолютно не пользуется. Und ich habe dann das Verständnis, dass dieser oder dieser Mensch eine geistliche Gabe hat, die er aber nicht ausführt. И он мне как-то сказал, что говорит, я, говорит, даже как-то сомневался, может быть, я в искушение какое-то попал. Und er hat mal gesagt, dass er sogar erst zu Beginn Zweifel hatte, weil er dachte, er ist in einer Versuchung. Потом он как-то решился и подошел к одному из таких людей и спрашивает. Und dann hat er sich aber entschlossen und ging mal zu so einem Menschen und hat ihn gefragt. Слушай, брат, вот у меня вот есть понимание, что у тебя есть такой-то дар. Hör mal, Bruder, ich habe das Verständnis, dass du eine Gabe hast. Облегчи мою участь, если это так, скажи да, если нет, то нет, чтоб, ну, я уже не сомневался в откровении этом. Erleichtere meine Last, wenn es so ist, dann ist es so, und wenn nicht, dann nicht, damit ich nicht mehr zweifle an meiner Offenbarung. И вот этот вот брат ему ответил: "Да, есть, я когда-то его употреблял." Und dieser Bruder sagt zu ihm: "Ja, ich habe eine Gabe, ich habe sie auch zu früheren Zeiten mal in Gebrauch gehabt." Но ты пойми, aber versteh bitte. У меня очень серьезная и ответственная работа. Ich habe eine sehr verantwortungsvolle Arbeit. Какое-то организационное служение в церкви. Einen organisatorischen Dienst in der Gemeinde. И чтобы пребывать именно в этом даровании, которое дал мне Господь. Und in dieser Gabe zu verbleiben, die mir der Herr gegeben hat. У меня просто не хватает дерзновения. Da fehlt mir einfach der Freimut. Вы знаете, этот мой друг ему говорит. Und wisst ihr, mein Freund hat dann zu ihm gesagt. Конечно, Бог никого не будет насильно на что-то двигать. Natürlich wird Gott keinen mit Gewalt zu etwas drängen. Но за каждый талант, который ты получил от Бога, ты дашь отчет. Aber für ein jedes Talent, was du von Gott erhalten hast, wirst du Rechenschaft abgeben werden. Вот в этом случае здесь Иисус Христос об этом и говорит. Und in diesem Fall spricht Christus auch genau darüber. Что тот человек, который не употребил талант, получивший от Бога, dass dieser Mensch, der dieses Talent, was er von Gott empfangen hat, nicht gebraucht hat,
он попал тоже в весьма плохую участь. So bekam dieser auch einen sehr schlechten Lohn. Он был в осуждении. Er wurde verurteilt. И здесь Иисус не оставляет и говорит дальше. Und hier lässt Christus nicht nach und spricht weiter. Знаете, как бы подведя черту, он говорит, как будет, когда придет Сын Человеческий. Und dann tut den Schluss fassen und sagt, wie es sein wird, wenn der Menschensohn kommt. Что пред ним предстанут все народы. Dass vor ihn alle Völker kommen werden. И он отделит овец от козлов. Und er wird sie scheiden wie Schafe von den овец Böcken. Овец он поставит по правую руку. Die Schafe stellt er zur rechten Seite. Козлов он поставит по левую руку. Und die Böcke aber zur linken. И вот представляете, как хорошо, когда овцы слышат: «Заходите в царствие, уготованное вам от создания мира». Und stellt euch vor, wie es schön sein wird für die Schafe, wenn zu ihnen gesprochen sein wird: «Geht ein in das Himmelreich, das für euch vorbereitet wurde seit der Grundlegung der Erde». Иисус здесь подчеркивает такие какие-то незаметные служения. Und Christus unterstreicht hier so fast unwichtige Dienste. Ибо я алкал, и вы накормили меня. Oder eher gesagt, die Dienste, die nicht so bemerkt werden. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Жаждал, напоили. Ich hatte Durst, ihr habt mich getränkt. И так далее. Und so weiter. А вот эти праведники говорят, когда же это было? Und diese Gerechten fragen dann aber, wann war das gewesen? Вот как интересно, те люди, которые делали постоянно добро, они даже как будто бы и не понимали. Und wie interessant ist, dass die Menschen, die wohl die ganze Zeit etwas Gutes getan haben, es scheinbar auch nicht mehr bemerkt haben. Но он им говорит, так как вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Und er sagt zu ihnen, das, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. И как же были ужасно удивлены те люди. Und wie schrecklich und erstaunt waren aber die Menschen, которые оказались по левую сторону, die sich auf der linken Seite befanden. Эти люди, они отворачивались от нужд других людей. Diese Menschen haben sich abgewandt von den Nöten der anderen Menschen. Кто-то хотел кушать, не накормили. Jemand hat Hunger gehabt und sie haben ihm nicht zu essen gegeben. Кто-то пить, не напоили. Jemand hatte Durst, aber sie haben ihm nichts zu trinken gegeben. И так далее. Und so weiter. И уже нельзя было ничего поменять. Und man konnte nichts mehr verändern. Дорогие братья и сестры, центральная мысль этого послания. Teure Brüder und Schwestern, der zentrale Gedanke dieses Kapitels. Бодрствуйте, ибо не знаете часа, когда придет Сын Человеческий. Wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, an dem der Menschensohn wiederkommen wird. И красивой рубашки не хватит. Und ein schönes Hemd wird nicht mehr ausreichen. И тот, кто хорошо побрит и причесен, этого тоже не хватит. Und der gut rasiert und auch mit einer schönen Frisur da ist, für den wird es auch nicht mehr reichen. Мы предстанем перед Иисусом такие, какие мы есть. Wir werden vor Christus so stehen, wie wir sind. Иисус за несколько дней до своего распятия начинал открывать эти истины ученикам. Und Christus hat einige Tage vor seiner Kreuzigung den Jüngern diese Wahrheiten offenbart. У меня хорошая новость для вас, дорогие братья. Und ich habe eine gute Nachricht für euch, Brüder дорогие und Schwestern. Сестры, Brüder und Schwestern. У нас сегодня есть этот светильник в руках. Wir haben heute diesen Leuchter in der Hand. Мы сегодня имеем этот талант у себя. Wir haben heute noch das Talent bei uns. И сегодня мы ими можем послужить другим людям. Und wir können heute damit den anderen Menschen dienen. И если у тебя то малое, но ты в этом верен. Und wenn du aber etwas Weniges hast, aber darin treu bist, то ты попадешь обязательно по правую руку. So wirst du auch unbedingt auf die rechte Seite kommen. И если у тебя то малое, и ты это закопал, aber wenn du wenig hast und das auch vergraben hast, то еще сегодня есть время изменить свое отношение к этому. So hast du heute noch Zeit, dein Verhältnis dazu zu verändern. Потому что мы еще на пути. Denn wir sind noch auf dem Weg. Цените каждое мгновение. Schätzt jeden Augenblick. Оно последним может стать. Es könnte das letzte werden. И больше времени не будет. Und es wird keine Zeit mehr geben. Все возвратить и поменять. Alles rückgängig zu machen und zu verändern. Давайте помолимся, дорогие братья и сестры. Lasst uns beten, teure Brüder und Schwestern. Чтобы Господь дал нам это понимание. Damit der Herr uns dieses Verständnis gibt. Чтобы мы имели то понимание призывать Господа в нашу жизнь. Und dass wir das Verständnis haben, dass wir unseren Herrn in unser Leben rufen. Потому что без Него мы не можем делать ни
ничего большого, как и самого малого. Denn ohne ihn können wir nichts tun, weder Großes noch das Kleinste. Но если Иисус Христос будет на нашей стороне, aber wenn Jesus Christus auf unserer Seite steht, и мы будем употреблять то малое, und wir das Wenige gebrauchen, то не будет ничего невозможного. So wird nichts Unmögliches da sein. Благословит нас Господь, помолимся. Möge der Herr uns segnen, wir beten.